Morgen. Ich bin gerade am Kekse backen oder zumindest am Formen den Teig. Ich habe vor, Weihnachtskekse zu backen. Und das ist ein neues Rezept, was ich ausprobiere für Zimtsterne. Also ich liebe, liebe, liebe Zimtsterne. Allerdings ist da ja immer Eiweiß drin, normalerweise. Und ich probiere gerade ein veganes Rezept aus. Das ist von Chefkoch. Da, so sehen die aus. Ich werde es euch unten verlinken, das Rezept. Also bis jetzt macht der Teig einen super, super Eindruck. Der ist halt wirklich schön fest, um den formen zu können. Und ich habe den auch so probiert, roh jetzt. Also kann man ja sowieso, weil ohne Ei und so. Und der schmeckt wirklich gut. Und ich glaube, wenn der gleich gebacken ist und geröstet ist, dann wird der sehr, sehr lecker schmecken. Allerdings hasse ich es, diese Zimtsterne auszustechen. Ich habe da keine Geduld für, weil die haben ja dann immer so viele Ecken und so. Und die reißen mir immer ab und ein und oh, dann ärgere ich mich, dass die nicht so schön aussehen. Und ich habe auf Facebook oder Instagram, weiß ich gar nicht, so eine Inspiration bekommen, gesehen, ein Bild, da hat jemand Zimtstangen gemacht. Und das wollte ich mal ausprobieren, weil ja, das natürlich wesentlich einfacher ist, also quasi so wie Vanillekipferl, habe ich gedacht. Mal schauen, ich probiere das mal. Und dann, ja, die müssen ja immer so 4 Stunden trocknen, bevor man die backt. Muss man gucken, ob das dann trotzdem alles so funktioniert. Ich teste das für euch und ihr werdet es ja sehen im Laufe des Videos, weil das ja halt, wie gesagt, so lange trocknen muss. Jetzt sieht das aus wie kleine Kackröllchen. Seht ihr das? Egal. Das sieht bestimmt hinterher, wenn die dann richtig gebacken sind und an jeder Seite weiß sind mit Puderzucker, dann sieht das bestimmt gut aus. Ich versuche das einfach mal. Schmecken werden sie sowieso, egal wie es aussieht. Jedenfalls ist das einfacher. Ja, heute ist Freitag. Bernd hat um 13 Uhr frei, Calvino auch. Und heute ist ein ganz aufregender Tag für Calvino. Er hat sich nämlich gespart auf etwas, hat er ganz lange gespart. Und Bernd war dann diese Woche mit ihm in 3 verschiedenen Mediamärkten, um das zu kaufen, woraufhin er gespart hat. Ich will das jetzt hier nicht verraten, weil das möchte der Calvino bestimmt auf seinem Kanal euch zeigen. Ja, in 3 verschiedenen Mediamärkten. Also man kann ja online sehen, was die da haben auf Vorrat beim Mediamarkt. Und es war immer vorrätig, allerdings wenn sie dann da waren, dann war es ja halt so zum Beispiel schon benutzt, ausgepackt und umgetauscht und total versifft und dreckig und so. So, dass es halt nichts geworden ist an diesem Tag. Das war, glaube ich, weiß ich gar nicht, Mittwoch, Dienstag, ich weiß es nicht mehr, wo die halt so den ganzen Tag unterwegs waren, von einem Mediamarkt zum nächsten. Und ja, dann haben am Ende haben sie es dann bestellt bei Amazon. Und das müsste heute eintreffen. Und Calvino ist total aufgeregt. Er freut sich so sehr, weil er so lange darauf hingespart hat. Und ein Freund möchte auch kommen dann. Der wird dann wohl am Wochenende bei uns schlafen. Also ganz glückliche Kinder dieses Wochenende. Und Bernd und ich, also wir, ich backe jetzt halt Kekse. Und wenn Bernd nachher kommt, dann wird er Rouladen machen, weil wir am Sonntag auf den Geburtstag eingeladen sind, wo es Mittagessen gibt. Und wir bringen halt die Rouladen mit. Und heute Abend haben wir Geburtsvorbereitungskurs wieder. Ich glaube zum 4. Mal. Und heute ist das Thema, muss ich mal schauen. Ja, heute werden uns die verschiedenen Geburtsstellungen gezeigt. Keine Ahnung, ich bin gespannt. Ist immer ganz interessant. Und das ist ja alles online, wegen den ganzen, ne, ihr wisst schon, Mundschutzgedöns und so. Ist da sowas alles online, was uns ja super in den Kram passt, damit wir nicht ja, nochmal weg müssen abends hier. Und darauf freue ich mich. So, ich präsentiere meine Zimtrollen-Kackwürstchen. Ja, egal. Hauptsache, die werden schmecken.
Der Teig war schon sehr lecker. Ich lasse sie jetzt so 4 Stunden trocknen und dann werden die für, ich glaube, 5 Minuten oder so gebacken bei, ich weiß, keine Ahnung, 200 Grad oder so. Sie seht ihr ja dann im Rezept. Ich bin gespannt. Ich habe euch doch erzählt, also ich bin auf Facebook in so einer Gruppe, wo alle im Januar entbinden werden. Und jetzt ist Mitte November, also ihr seht, die Videos ja immer 2 Wochen zeitversetzt. Jedenfalls ist jetzt in dieser Januar-Gruppe ein Baby nach dem anderen kommt zur Welt, ein Blasensprung nach dem anderen. Das habe ich euch gestern in dem Video schon erzählt, dass das unheimlich abgeht da gerade und alle wundern sich, was ist los. Und eine hat gerade geschrieben an alle, die jetzt noch nicht gepackt haben, die Kliniktasche und entspannt bis Januar warten, es schadet doch nicht, packt doch bitte einfach die Tasche. Und dann habe ich so überlegt, ihr wisst, ich war auch für eine Nacht im Krankenhaus, es war zum Glück ja nichts passiert, also dem Baby geht's gut, mir geht's gut. Boah, ich bin außer Atem von der Treppe. Aber ja, ich dachte mir, die hat recht. Es schadet auf gar keinen Fall, wenigstens Sachen an der Seite zu haben, die man im Notfall so dritsch einfach so im Müllbeutel schieben kann und mitnimmt. Denn Bernd hatte mir ja netterweise eine Tasche vorbeigebracht, als ich im Krankenhaus war, die er mir vor die Tür stellen durfte, also in dieser Schleuse im Krankenhaus, weil zu Corona-Zeiten darf ja nicht mal, durfte mich nicht mal mein Mann besuchen kommen. Ja, jedenfalls hatte er die Tasche gepackt. Das war auch noch im Umzug, also alles war eh durcheinander. Und ich hatte viele Sachen nicht dabei, also zum Beispiel den Schlüpfer hätte ich gerne gehabt. Hat er nicht dran gedacht. Gut, er war auch selber unter Stress, ne? War jetzt auch nicht so schlimm. Es war ja nur für 24 Stunden. Aber ich habe jetzt halt da Sachen hingelegt, die für den Notfall sind. Das ist jetzt nicht viel, das ist wirklich nur so für eine Nacht, habe ich gedacht, packe ich das oder lege ich das hier hin. So, besser haben als brauchen. Also es ist wirklich nur einmal ein Duschhandtuch, ein ja, für Hände und Gesicht waschen Handtuch, ein so ein Abschminkpad oder Waschlappen. Dann habe ich eine Babydecke eingepackt, die ist noch von Calvino, die habe ich frisch gewaschen nochmal, weil ich habe für, wir kriegen ja ein Mädchen, habe ich noch keine Decke und eigentlich ist es auch egal, also das kann ja auch, egal ob Mädchen oder Junge, kann ja auch hellblau benutzen. Ein Spucktuch habe ich eingepackt, eine Bürste. Ja, hier ist so mein kleiner Kulturbeutel, da ist halt Deo, Duschgel, eine angefangene Tagescreme ist da drin und Zahnbürste für mich und Bernd. Also ja, falls er, also wenn es jetzt wirklich zu einer Geburt kommen sollte, was ich ja jetzt nicht hoffe. Aber dann denke ich ja, dass Bernd mit rein dürfte zur Geburt. Deswegen habe ich das einfach mal eingepackt für ihn auch. Duschgel, Slip-Einlagen. Ja, sowas halt, was man so braucht. Dann habe ich einmal diese Waschlappen genommen. Einfach nur, weil ich die jetzt gerade über habe. Die würde ich im Notfall zum Abschminken nehmen. Dann habe ich eine Probe von diesen Lanolin, oder wie das heißt. So eine Brustwarzensalbe. Ach, Lansino heißt das. Diese Brustwarzensalbe, die hatte ich damals bei Calvino auch, als ich gestillt habe. Und einfach, weil ich halt eine Probe habe, habe ich die auch hier zugelegt. Eine Pampers und eine noch so eine Werbewindel, die ich einfach auch mitnehme. Ja, fürs erste Mal Windeln umlegen. Dann habe ich hier ein Body, ein Halstuch, ein paar Söckchen und eine Jogginghose fürs Baby. Das ist noch nicht mal gewaschen. Ich habe es jetzt einfach nur schon mal rausgelegt. Und halt für mich Unterwäsche, frische und ja, eine gemütliche Hose und ein T-Shirt noch und sowas halt. Ja, einmal ein Paket von diesen Mama Wochenbett, wie auch immer. Hygienevorlagen, also für den Wochenfluss halt. Ich glaube, sowas würden die auch im Krankenhaus haben, aber ich nehme eins mit und einmal Taschentücher zum Rausziehen. Und das ist so eine echt Notfall-Klinik-Tasche, die ich jetzt hier mir so zusammenstelle. Und ich lasse es auch so offen erstmal liegen. Das ist halt wirklich für den Fall, der hoffentlich nicht eintritt, für den Notfall, dass ich
nochmal spontan ins Krankenhaus muss. Was ja auch passieren kann, ohne dass jetzt das Baby direkt zur Welt kommt, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Aber dann habe ich es halt. Ich fühle mich einfach sicherer jetzt gerade damit. Und deswegen habe ich das gemacht. So, gestern kam ja auch meine DM-Bestellung, die fürs Wochenbett. Da wollte ich euch noch meine Must-Haves fürs Wochenbett drehen, so ein Video. Allerdings ist mir dann so in den Kopf gekommen, dass ja vorm Wochenbett erstmal die Geburt kommt und dass ich erstmal ein Video machen sollte, meine Must-Haves für die Geburt. Also jetzt nicht für so ein spontanes Ding, wie ich jetzt gepackt habe, sondern wirklich, wenn man jetzt Mitte Januar ist und es geht los und was ich denn dafür plane. Aber dafür habe ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Da sollte ich es vielleicht mal tun und ja, erstmal ein Geburts-Must-Haves-Dinger-Video drehen, bevor ich das Wochenbett plane. So, und jetzt gucke ich mal hier meine Zimtkackstangen, wie weit die getrocknet sind. Oh ja, die würde ich jetzt nämlich backen. Wir haben noch nicht Mittag gegessen, denn Bernd und Calvino sind im Laden. Hallo Smurfy. Und warten auf das Paket, was hoffentlich heute kommt. Also das, was Calvino sich bestellt hat. Boah, ich bin so voll gefressen. Ich habe das Gefühl, ich platze gerade. Ich habe so lecker gekocht. Da muss ich mich gerade mal selber loben. Ich zeige euch mal. Und zwar war das Möhrengemüse. Das ist so lecker, Leute. Das ist Kartoffeln und Möhren gekocht und dann so wie Kartoffelbrei gequetscht und mit Muskatnuss und Salz und so. Dann gab es dazu Bratwurst mit so einer Bratensoße. Und Schmorzwiebeln. Normalerweise gibt es da auch noch Gewürzgurken bei. Allerdings hatte ich keine. Egal. Und das sind unsere Zimtstangen. Der Bernd ist gerade noch mal unterwegs. Der bringt Zimt mit. Denn für den Zuckerguss brauche ich noch mehr Zimt. Ihr seht, da ist noch gar nichts drauf. Und hier muss noch mehr drauf. Und die sind richtig lecker. Wirklich, hätte ich nicht gedacht. Also probiert das Rezept ruhig aus. Die sind richtig, richtig lecker, sehr knusprig. Aber da gibt es doch diesen Trick, ich meine mit einer Apfelschale in eine Keksdose oder so. Und dann werden die ein bisschen weicher. Jetzt chill ich mich hier ein bisschen hin. Die Kinder sind oben. Das Paket ist übrigens angekommen endlich. Und ja, die Kinder total glücklich und freuen sich. Dürfen auch heute lange wach bleiben. Ach, Smurfy. Er ist am Schrömmeln hier. Ne? Plastik am kaputt schrömmeln. Und der Kamin, der ist so kuschelig. Was mach hier? Also wir haben jetzt 25 Grad hier drin und ich bin so müde. Das Warme macht so müde. Ja, jetzt gleich kocht der Bernd noch die Rouladen. Stimmt, das steht ja auch noch an. Und ich hoffe, dass wir dann einfach ein bisschen uns noch hinlegen können. Wie trinke ich jeden Tag das Eiswürfelwasser leer? Aber es ist halt schade, wenn keine mehr da sind. Wenn wir sie nicht benutzen. Ich wollte die Kekse in die Keksdose packen. Ja. Ich fahre so eine Vanille. Nee, nicht Vanille. Zimtstange. Echt lecker. Wir hatten jetzt schon unseren Geburtsvorbereitungskurs. Heute war das Thema, war das Geburt? Ja, ne? Nee, Geburtsposition. Und das war ganz, naja, die Positionen sind halt jetzt nicht so, keine Ahnung, aufregend gewesen. Kennt man ja halt. Also im Liegen, im Sitzen, Vierfüßler und was es halt alles so gibt. Aber es wurden halt einige Fragen gestellt und das war ganz interessant. Ich hatte die Frage gestellt, ob im Geburtshaus auch Oxytocin gespritzt wird, damit die Nachgeburt kommt oder ob man halt der Natur den freien Lauf lässt. Und sie hat gesagt, die warten erstmal ab und gibt dem Körper Zeit, dass er die
also die Venen wieder produziert, also das, der Körper bildet ja selber dann halt Oxytocin, sobald das Kind raus ist und gestillt wird und so, und dann kommt die Plazenta da ganz natürlich raus, normalerweise, aber für den Notfall haben sie natürlich auch was da. Das fand ich schon mal gut. Und ich hatte die Frage gestellt, welche Geburtsposition am besten ist für den Damm, also dass er am meisten entlastet wird und dass nicht geschnitten wird. Und da hat sie gesagt, am wenigsten passiert im Sitzen und im Vierfüßler. Aber geschnitten wird sowieso nur auf dem Rücken oder auf der Seite liegend. Oder im Sitzen, hat sie gesagt, ne? Im Sitzen am wenigsten. Im Sitzen ist am tollsten. Echt? Da muss ich sie nochmal fragen. Warum machst du mir nicht einfach? Weil das ganz wichtig ist und essentiell, dass nicht geschnitten wird. Und ich da ganz sicher sein muss. Und deswegen versuche ich auf jeden Fall eine Geburtsposition einzunehmen, wo sie nicht schneiden kann. So ist das. Abendbrot hatten wir auch schon. Bei uns gab es einfach Brot und Süppchen, Nudelsüppchen. Und Bernd muss jetzt leider noch die Rouladen machen. Hm? Ich darf jetzt noch Rouladen machen. Genau, der hat schon dreimal angefangen zu kochen heute. Ist auch schon weit gekommen, aber einmal mussten wir unterbrechen wegen Teiter. Dann wegen Geburtsvorbereitungskurs und Abendbrot essen. Und jetzt fängst du wieder an. Fürchterlich. Mach ich ja gerne. Na, jetzt hättest du auch keinen Bock mehr. Eigentlich, ne? Immer Bock. Wir haben schon 21 Uhr. Morgen muss Herr Bernd auch wieder arbeiten. Ich hoffe, dass das jetzt alles schnell geht. Wie lange dauert das noch mit dem Kochen? 2 Stunden. Ja, oh, ehrlich jetzt? Ich weiß es nicht. Ich bin ja jetzt nur aufkommen jetzt erst. Sie ist gleich klopfen, braten und dann portioniert. Ja. Stunde vielleicht, hoffe ich. Ich habe gefragt, ob ich dir helfen kann. Kannst du nicht helfen? Aufräumen hätte ich nur daneben gestanden. Ja. Gut. Haben wir einen Spülschrank neu? Ja, haben wir. Holen wir. So, ihr Lieben. Jetzt aber. Ich schneide jetzt das Video. Habe ich auch was zu tun. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.